Sucht das Licht, bevor ihr handelt. Bevor ihr euch an ein wichtiges Vorhaben heranwagt, solltet ihr euch zunächst sammeln und mit den Freunden der unsichtbaren Welt verbinden. Damit ihr die besten Bedingungen fürs Handeln schafft, wer unruhig und durcheinander ist, kann nur Irrtümer begehen, alles in Ordnung bringen oder zerstören. Und dann geschieht häufig Folgendes. Man handelt überstürzt und unüberlegt und die Ergebnisse sind nicht gerade berühmt. Um richtig zu handeln, müsst ihr zuerst das Licht suchen. Dies gilt übrigens auch schon für die physische Ebene. Ihr werdet nachts von einem Geräusch geweckt, etwas ist heruntergefallen und zerbrochen oder jemand ist hereingekommen. Stürzt ihr euch dann einfach so in die Dunkelheit? Nein, ihr wisst, dass es zu gefährlich ist. Ihr macht als erstes Licht an, damit ihr etwas seht. Und erst dann handelt ihr. In jeder Lebenssituation ist es notwendig, zunächst Licht zu machen. Das heißt, euch zu konzentrieren, euch zu sammeln, damit ihr wisst, wie ihr handeln sollt. Ohne dieses Licht irrt ihr hin und her, klopft an mehrere Türen und versucht, alle möglichen Mittel einzusetzen, die sich doch als unwirksam erweisen. Bevor ihr also irgendetwas Wichtiges unternehmt, solltet ihr eure Gedanken einige Minuten lang auf die Welt des Lichtes konzentrieren und fragen, was zu tun ist. Die Antwort wird in Form einer Idee, eines eindeutigen Gefühls oder auch als symbolisches Bild kommen. Ist die Antwort klar, dann könnt ihr beginnen. Wenn ihr aber Zögern, Furcht, Unruhe oder Widersprüche spürt, so bedeutet dies, dass Hindernisse oder Feinde euch den Weg versperren. Verschiebt dann euer Vorhaben auf den nächsten Tag. Stellt die Frage noch einmal und wartet mit dem Handeln, bis der Weg für euch frei ist. I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung.